Was macht ein Rennen cool? Die Organisation, wenn es gut beschildert ist und so, wenn ich weiß, okay, die haben sich da was Gedanken gemacht, dann taugen mir Rennen, die was auch technisch anspruchsvoll sind, also wo man lässige Trails fährt, wo man am Mountainbike gefordert ist. Und was macht ein Rennen noch cool, wenn es dann auch noch in einer schönen Gegend ist, also in einer schönen Landschaft. Ich sage so, und da gehört halt auch Salzkammer gut mit Bad Galsen und so dazu. Da fahren wir beim Dachstau vorbei, beim Hallstätter See, beim Gosausee, kommen nach Bad Ischl, fahren bei der Ewigen Wand vorbei, da ist ein wunderschöner Aussichtspunkt. Und das ist einfach, da denke ich mir, das ist einfach, sind so wieder so Punkte, wo ich mir dann teilweise auch unterm Rennen denke, boah, cool, danke, dass ich in einer Gegend fahren darf, wo andere Urlaub machen. Ja, also es gibt die kürzeste Strecken bei der Salzkammer gut drauf, sind 22 Kilometer. Und 22 Kilometer, die Strecken, die schafft ja jeder mit jedem Radl. Also wenn da die Bremsen funktionieren, du einen Helm aufsetzen kannst, dann kannst du dort mitmachen.